In diesem Video beschäftige ich mich mit der Entwicklungstheorie eines der wohl bedeutendsten Denkers der Neuzeit, nämlich der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Freud war ein deutscher Nervenarzt und wurde 1856 in Freiberg geboren. Die ersten Schriften zur Psychoanalyse veröffentlichte er zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bis zu seinem Tod im Jahr 1939 kämpfte er um die wissenschaftliche Etablierung seiner Schule. Aus den Annahmen seiner Theorie heraus sah er sich als Nervenarzt dazu in der Lage, die psychischen Probleme seiner Patienten zu behandeln. Falls ihr also irgendwelche psychischen Probleme habt, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, warum ihr bei der Partnerwahl ständig an den Falschen geratet oder warum ihr scheinbar zwanghaft immer neue Kleidung, Elektronikartikel oder sonstiges kauft, dann hat diese Theorie eventuell die passende Lösung parat. Der Grund und die Lösung für euer Problem liegt nach Freud nicht in eurem Bewusstsein, also nicht in dem, was euch durch Nachdenken über eure Wahrnehmungen und Empfindungen zugänglich wäre, sondern viel tiefer in eurem Unterbewusstsein. Das Bewusste ist somit nur ein kleiner Teil der menschlichen Psyche. Wie bei einem Eisberg, dessen größter Anteil unter der Wasseroberfläche liegt, bleiben uns auch die wahren Beweggründe unseres Verhaltens verborgen. Am eben genannten Beispiel mit der Person, die immer das neueste Handy besitzen muss, erläutert, bedeutet das, dass die Entscheidung, das Handy zu kaufen, unterbewusst bereits getroffen wurde. Das Bewusstsein selbst kann die Kaufentscheidung nachträglich natürlich legitimieren. Beispielsweise könnte man behaupten, die Investition war notwendig, weil das neue Handy eine bessere Akkulaufzeit hat und man auf diese angewiesen ist. Tatsächlich sind diese Gründe jedoch lediglich vorgeschoben. Die wahren Beweggründe bleiben der Person verborgen. Ziel der Psychoanalyse ist es nun, das Unterbewusste ins Bewusstsein zu rufen, also die wahren Beweggründe der Klienten gegen die vorhandenen Widerstände aufzudecken. Sobald diese offen liegen, kann an den Ursachen des Problems gearbeitet werden. Hinter dieser relativ simplen Idee der Psychoanalyse steckt eine komplexe Entwicklungstheorie. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Zunächst muss der Aufbau der menschlichen Psyche, der psychische Apparat, verstanden werden. Freud geht davon aus, dass die menschliche Psyche aus drei in Konflikt zueinander stehenden Provinzen aufgebaut ist. Bei Geburt existiert im Menschen lediglich die erste und älteste Instanz, das S. Es enthält all das, was der Mensch von Geburt an mitbringt. Entscheidend sind hierbei die angeborenen Triebe des Menschen, also die Instinkte, die uns dazu bringen, lebensnotwendige Bedürfnisse zu befriedigen. Durch die fortschreitende Entwicklung des Gehirns im Inneren und die Konfrontation mit Umweltreizen von außen entwickelt sich aus einem Teil des S eine weitere Instanz, das Ich. Das Ich hat zwei zentrale Funktionen. Ihm wird zum einen die Fähigkeit zur willkürlichen Bewegung zugeschrieben, zum anderen stellt es sich als zweite psychische Provinz dem S gegenüber und kann die unmittelbare Befriedigung der Ansprüche, die das S stellt, verschieben oder sogar unterdrücken. Betrachtet man die Verhaltensweisen eines Babys in den ersten Wochen nach der Geburt, lassen sich diese tatsächlich mit dem, was wir bisher über Freuds Modell der Psyche wissen, erklären. Das Neugeborene hat beispielsweise Hunger oder Schmerzen. Diesen Zustand der Unlust, Freud spricht hier auch von einem Zustand der Spannung, möchte das Kind sofort unterbinden. Es strebt also nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung. Hier herrscht ausschließlich das S in der Psyche des Kindes. Mit jedem Tag wird das Baby nun mit neuen oder auch schon bekannten Reizen konfrontiert. Es lernt Handlungen, beispielsweise eigene Bewegungen, zu kontrollieren und schließlich auch durch diese Handlungen die Umwelt zu beeinflussen. Also beispielsweise, wenn ich schreie, kommt meine Mutter. Wenn ich den Affen über meinem Bett berühre, dann wackelt er. Hier beginnt sich bereits das Ich aus dem S herauszudifferenzieren. Schrittweise gelingt es nun auch, Ansprüche, die das S stellt, zu unterdrücken oder deren Befriedigung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. In den ersten Lebensjahren ist das menschliche Verhalten durch diese beiden Provinzen bestimmt. Erst im Verlauf der Kindheit entwickelt sich durch die elterliche Kontrolle aus dem Ich heraus die dritte psychische Instanz, das Über-Ich. Hier schlägt sich die Reglementierung der zentralen Bezugsperson des Kindes nieder. Es ist die moralische Instanz der Psyche, in der die Wert- und Normvorstellungen der Gesellschaft geltend gemacht werden. Die Gebote und Verbote der Eltern sind nun also von außen in die Psyche des Kindes hineindiffundiert
und haben dort zur Ausbildung einer weiteren psychischen Instanz geführt. Das handelnde Ich muss nun also nicht mehr nur die Forderungen des Es, sondern auch die des Über-Ich kontrollieren. Die Handlung eines Individuums wird subjektiv nur dann als richtig empfunden, wenn sie gleichzeitig den Forderungen des Es, des Über-Ich und der Realität genügt. Denjenigen von euch, die sich bereits mit der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead auseinandergesetzt haben, kommt Freuds Vorstellung des psychischen Apparats vielleicht bekannt vor. Interessanterweise haben die beiden ihre Theorien zu ähnlichen Zeitpunkten publiziert. Da stellt sich natürlich die Frage, wer sich da von wem hat inspirieren lassen. Aber zurück zu Freud. Der Aufbau des psychischen Apparates ist nun klar. Schauen wir uns nun die Triebstruktur des Menschen nochmal etwas genauer an. Für Freud ist diese Struktur die notwendige Voraussetzung für die Individualentwicklung des Menschen. Ohne die Triebe, die im Menschen einen Spannungszustand aufbauen, der erst durch die Befriedigung der Bedürfnisse abgebaut werden kann, wäre vom Individuum keinerlei Aktivität nötig und es gäbe auch keine Entwicklung. Vorstellen könnte ich das Ganze so. Innerhalb des Organismus wird durch einen Trieb ein Bedürfnis geltend gemacht, das befriedigt werden will. Hierbei wird ein Spannungszustand aufgebaut. Der Spannungsaufbau und das hohe Erregungsniveau lösen im Individuum ein Unlustgefühl aus. Ziel des Organismus ist es nun, die Spannung abzubauen. Gelingt es, wird dies als lustvoll empfunden. Das Leben des Menschen ist somit geprägt vom Streben nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Aus diesem hedonistischen Prinzip leitet sich auch Freuds Begriff der psychosexuellen Entwicklung ab. Dieser hat weniger etwas mit sexueller Befriedigung im allgemeinen Sprachgebrauch zu tun, sondern bezieht sich auf alle Verhaltensweisen, die dem Lustgewinn dienen. Dieses relativ einfache Prinzip des Lustgewinns verleitet recht schnell zu einer Fehlannahme. Man könnte beispielsweise davon ausgehen, wer durch den Konsum von Drogen kontinuierlich sein Belohnungszentrum stimuliert, der macht nach Freud alles richtig. Er erzielt ja schließlich einen hohen Lustgewinn. Wie wir bei den Erläuterungen des psychischen Apparats gesehen haben, ist das Sachverhalt jedoch etwas komplizierter. Es wurde gezeigt, dass das Ich die Triebe des Es beherrschen kann und dass mit der Entstehung des Über-Ich eine weitere Instanz auf den Plan tritt, deren Forderungen das Ich mit denen des Es und zusätzlich natürlich immer auch mit der Realität in Einklang bringen muss. Dieser Konflikt, der aus der Triebstruktur und dem Aufbau des psychischen Apparats resultiert, ist der Schlüssel für das Verständnis allen menschlichen Verhaltens. Gleichzeitig liegt auf der Hand, dass sich die Befriedigung von Bedürfnissen mit Blick auf die Komplexität der Psyche teilweise als sehr schwierig gestaltet. Jemand, der Drogen konsumiert, um Problemen des Alltags zu entfliehen und einen kurzfristigen positiven Effekt zu erzielen, gibt den Trieben des Es nach. Gleichzeitig wird die Person langfristig durch eben dieses Verhalten eher negative Konsequenzen erfahren. Körperliche Entzugserscheinungen können auftreten, Freunde und Familie wenden sich ab, da sie vom Süchtigen vernachlässigt werden und das Verhalten verurteilen und so weiter. Die Konflikte mit dem Umfeld richten sich auch nach innen. Innerhalb des psychischen Apparats entsteht ein Spannungszustand zwischen den Forderungen des Es, befriedige deine Bedürfnisse durch den Konsum von Drogen, denen des Ich, das erkennt, dass das Verhalten nicht mit der Realität zu vereinbaren ist, indem es immer weniger gelingt, das Verhalten zu unterdrücken oder zu verschieben, und dem Über-Ich, dessen Gebote und Verbote einen illegalen oder auch krankhaften Drogenkonsum verbieten. Den erhöhten Spannungszustand, der aus dem inneren Konflikt resultiert, bewältigt der Süchtige mit bewährtem Verhalten, nämlich dem Konsum von Drogen. Er befindet sich nun also in einem Teufelskreis. Die Forderungen des Es können vom Ich nicht mehr unterdrückt werden, da die aus dem Sexualtrieb resultierende Energie, die für jede Aktivität aufgewendet werden muss, nicht mehr ausreicht. Nochmal in Grundzügen zusammengefasst. Die Triebe des Menschen sind der Motor seiner Entwicklung. Sie stellen im psychischen Apparat Spannungszustände her, deren Abbau vom Individuum als lustvoll empfunden wird. Der Lustgewinn selbst kann von Mensch zu Mensch anders aussehen, da die psychische Energie auf verschiedene Objekte des Lustgewinns gelenkt werden kann. Ihr erinnert euch noch an das oben genannte Beispiel der Person, die ständig neue Dinge kaufen muss? Diese Person lenkt die Energie des Ich auf bestimmte Objekte. Ganz platt gesagt liebt die Person sich selbst nun etwas weniger,
da etwas Energie für ein Objekt abgezogen wurde. Wenn eine Person nun ständig irgendwelche Objekte mit der Energie des Ich besetzt, bleibt für das narzisstische Ich wenig übrig. Wenn ihr dieses Problem habt, dann müsst ihr nach dieser Theorie einfach nur euch selbst mehr lieben. Die zweite Frage, die ich zu Beginn aufgeworfen hatte, bezog sich auf die unglückliche Partnerwahl. Um das klären zu können, müssen wir uns die Entwicklung der Sexualfunktion nach Freud anschauen. Wie bereits gesagt, Sexualität bezieht sich hier nicht nur auf die Betätigung von Geschlechtsmerkmalen, sondern ganz allgemein auf die Befriedigung von Bedürfnissen. Freud beschreibt insgesamt 6 Entwicklungsphasen. Jede dieser Phasen muss durchlaufen und bewältigt werden. Gelingt dies nicht, dann kann das im Erwachsenenalter schwerwiegende Folgen haben. Die erste Phase ist die orale Phase, die sich über das erste Lebensjahr erstreckt. Der Lustgewinn bezieht sich hier auf die Mundregion. Durch das Nuckeln und Saugen kann die Triebspannung im Ess abgebaut werden. Die zweite Phase ist die narzisstische Phase. Das Kind entwickelt hier Lustgefühle zum eigenen Körper, was eine erste Form der Selbstliebe darstellt. Ab dem dritten Lebensjahr beginnt die anale Phase. Das Lusterleben bezieht sich hier auf die eigenen Ausscheidungen. Zum einen durch den Vorgang des Ausscheidens selbst, zum anderen aber auch durch das Anhalten. Das Kind lernt hier erstmals seine Triebe, den Anforderungen der Umwelt entsprechend zu kontrollieren. Die vierte Phase, die mit dem vierten Lebensjahr anbricht, ist die phallische Phase. Nach Freud spielt in dieser Phase lediglich das männliche Geschlechtsorgan eine Rolle. Mädchen stellen fest, dass sie keinen Penis besitzen und werden eifersüchtig. Jungs bemerken, dass Mädchen keinen Penis haben und entwickeln eine Kastrationsangst. Außerdem kommt es in dieser Phase zum Ödipus-Komplex. Ödipus ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, an der sich der nun beschriebene Komplex von Freud orientiert. Die Kinder versuchen, eine genital-sexuelle Beziehung zum andersgeschlechtlichen Elternteil aufzubauen. Gleichzeitig kommt es zu einer Rivalität mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, der von seinem Platz verdrängt werden soll. Die Situation spitzt sich zu, wenn die Kinder vom Objekt der Begierde Ablehnung erfahren. Freud müsste im Verlauf dieser Phase eine maßgebliche Beeinflussung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes zu. Nach diesem notwendigen Rückschlag in der sexuellen Entwicklung des Kindes kommt es zwischen dem 6. und 7. Lebensjahr zu einer Latenzphase, in der Sexualität vermieden wird. Erst in der genitalen Phase ab dem 8. Lebensjahr wächst das Interesse am anderen Geschlecht. In welchen Phasen könnte nun also etwas schiefgelaufen sein, dass man sich heute grundsätzlich an den falschen Partner hängt? Eine Möglichkeit liegt in der Störung der narzisstischen Phase. Personen, denen es nicht gelang, hier eine erste Selbstliebe aufzubauen, leiden im Erwachsenenalter an einer mangelnden Selbstachtung. Paradoxerweise bevorzugen solche Menschen eher Partner, die ihnen ihr eigenes negatives Selbstbild bestätigen. Auch eine Störung in der phallischen Phase wäre denkbar. Eventuell war die Zurückweisung des andersgeschlechtlichen Elternteils in dieser Phase zu hart. Dadurch könnte sich eine Persönlichkeit entwickelt haben, die nach außen hin eine offene Sexualität pflegt, aufgrund der Zurückweisung in der frühen Kindheit jedoch Ängste entwickelt hat, die dazu führen, dass sexuelle Kontakte eher gemieden werden. Auf der einen Seite wird durch die offene Sexualität also ein bestimmter Partnertyp angezogen, der jedoch nicht zur tatsächlichen introvertierten Persönlichkeit passt. Ich schlage jetzt nochmal die Brücke zum Anfang des Videos, in denen das Ziel der Psychoanalyse vorgestellt wurde. Anhand des Eisbergmodells wurde gezeigt, dass uns die Gründe für unser Verhalten nur in den seltensten Fällen bewusst sind. Mithilfe des Verständnisses über die Phasen der psychosexuellen Entwicklung, den Triebstrukturen und dem psychischen Apparat können wir aber versuchen, das Unterbewusste gegen die Widerstände des Ich, das einige Erfahrungen eventuell aus Selbstschutz ins Unterbewusstsein verdrängt hat, ins Bewusstsein zu rufen. Falls das einigen nicht klar sein sollte, natürlich werdet ihr mit einer kurzen Erklärung über Freuds Entwicklungstheorie nicht dazu in der Lage sein, an irgendwelchen psychischen Problemen zu arbeiten. Es geht hier nur darum, seine zentralen Überlegungen vorzustellen. Wer Probleme hat, sollte auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Kurz will ich jetzt aber noch auf die Konsequenzen eingehen, die sich aus seiner Theorie für die Arbeit mit Kindern ableiten lassen. Die Erläuterungen zu den psychischen Instanzen lassen den Schluss zu, dass sich Freud sowohl gegen eine antiautoritäre
als auch gegen eine autoritäre Erziehung ausgesprochen hätte. Eine antiautoritäre Erziehung in dem Sinne, dass das Kind den Trieben des Ess immer sofort nachgeben darf, hat zum einen zur Folge, dass die verfügbaren Energien des Ich kaum für höhere Ziele als der sofortigen Bedürfnisbefriedigung aufgewendet werden. Zum anderen wäre aber auch die Entwicklung des Über-Ich problematisch, da dieses durch den elterlichen Einfluss, also in diesem Fall deren fraglichen Normvorstellungen, entsteht. Die Kehrseite der Medaille, also wenn Eltern alles reglementieren müssen, ist mit Blick auf den psychischen Apparat ebenfalls bedenklich. Hierdurch kann sich ein Über-Ich entwickeln, dessen Forderungen an das Ich so stark sind, dass die Forderungen des Es vom Ich kaum berücksichtigt werden. Dann wird ein Verhalten jedoch nie als richtig empfunden. Schließlich ist es das nur dann, wenn das Ich den Forderungen beider Instanzen und gleichzeitig natürlich auch der Realität gerecht wird. In der Erziehung muss also ein Mittelweg zwischen Freiheit und Zwang gefunden werden. Mit Blick auf die psychosexuelle Entwicklung ist entscheidend, dass alle Phasen durchlaufen und möglichst ohne Komplikationen bewältigt werden. Gelingt dies nicht, werden die frühkindlichen traumatischen Erfahrungen ins Unterbewusstsein verdrängt und können im Erwachsenenalter zu psychischen Störungen führen. Gut, soweit zu den Überlegungen Freuds. Wer mehr über Freud und seine Theorie erfahren möchte, der kann ja mal einen Blick in sein Buch zur Traumdeutung werfen. Mit diesem Werk wurde er berühmt und die Psychoanalyse ist hier in den Grundzügen bereits enthalten. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.